Namaste, Namaste, hallo zusammen, willkommen bei YouTube und dem Kaimi Report, die Geschichte hinter der Geschichte. Ja, der Papa hat auf Rumble ein Video gestellt heute. Es geht um Verträge. Ihr wisst ja, wie Verträge in neuerer Zeit aussehen. Sie sind vor allem durch eine Farbe dominiert, nämlich schwarz. Und unser soeben erwähntes Video beschäftigt damit, wie Südafrika eben diese Verträge nicht mehr ganz so schwarz gemacht hat. Sprich, die Behörden sind gezwungen worden, diese schwarzen Verträge eben zu entschwärzen und damit für die Bevölkerung, für die Bürger und Bürgerinnen zugänglich zu machen. Schaut doch mal rein, lasst bitte bei Rumble und bei YouTube ein Abo, ein Daumen hoch und die Glocke anklicken, damit ihr benachrichtigt werdet. Ich bin da nur in den Spuren von Tim Kellner, der sagt, ja, über Nacht, da kommen so die Löschmeinzelmännchen und löschen ab und zu ein Abo. Ja, soll vorkommen, die brauchen ja auch irgendwie eine Struktur, diese Meinzelmenschen. Ja, wenn wir schon ein bisschen in den humoristischen Pfad gehen, im September spielen wir keine Kabarettaufführungen mehr. Es geht weiter Ende Oktober in der Ostschweiz am 27. Oktober im Ochsen in Wagenhausen bei Stein am Rhein. Dies ist ein wunderbarer Event, weil er ist in einem Kleinkellertheater, also großartig. Die Leute vernetzen sich auch, sprechen miteinander, immer wunderbare Stimmung. Und dieser Event füllt sich bereits, wirklich zu großer Freude von uns, aber auch von Barbara und Evelyn, die beiden Damen, die das wirklich großartig schmeißen. Einen Tag später fahren wir weiter nach Amriswil ins Kulturforum an der Bahnhofstraße. Auch das Lokal oder diese Bühne schätzen wir außerordentlich. Den Wirt dort, Morris, unseren Techniker, Herrn Milicic, und das wäre ein Tag später. Tickets unter info@männerpraxis.ch. Und jetzt schon als kleine Vorausschau, liebe Innerschweizer, liebe Urner, wir spielen sogar zweimal in Altdorf. Am 2. und 3. November spielen wir in Altdorf und dann fahren wir weiter nach Einsiedeln. Am 4. November, das ist ein Samstag, spielen wir in der Linde, direkt vis-à-vis vom Kloster Einsiedeln, Hotel Restaurant Linde. Dort ist es aber Dein und Kabarett, also verbunden wie im Alpenclub in Engelberg mit einem Abendessen. Alle Informationen findet ihr auf megaschweizer mit 2i.ch. Ja, und wir kommen zu einem Thema, schon mal gehört vielleicht, die WHO, auch da noch etwas in eigener Sache. Am 7. Oktober, Samstag, ist in Winterthur eine Informationsdemonstration über die WHO, die ja sehr gut zu unserer Gesundheit schaut. Federführend sind dort Urs Hans und Verena Brachtl. Ich werde dort sprechen, bin dann allerdings gar nicht in der Schweiz, also werde mit einem Video-Speech dort eingeblendet, aber es hat noch andere großartige Redner. Wir werden in einer weiteren Studio-Produktion auch darauf hinweisen. 7. Oktober 20 und 23, Kaimi wieder mal als Demo-Redner, was ja andere nicht so gern machen. Nun gut, die WHO, respektive ein Verhandler von Ihnen, ein Mr. Gostin, verhandelt für die WHO und für den neuen Pandemievertrag. Er fordert mehr Kontrolle, was berichtet wird. Bekanntlich wollen ja WHO, UNO, aber auch die EU besonders weitreichende Verträge, sprich Vollmachten, die dem Generaldirektor der WHO eben diese Vollmacht erteilen, die Pandemie auszurufen. Ich weiß nicht, was da noch zusätzlich gefordert wird. Die WHO, respektive der Generalsekretär, ruft die Pandemie ja aus. Das haben wir bei der Schweinegrippe und jetzt auch bei Corona gesehen. Und begleitend soll auch die Kontrolle ausgeweitet werden, denn, Zitat WHO, Falschinformation ist eine Gefährdung für die Gesundheit. Zitat Ende. Ein wichtiger Verhandlungsführer der WHO für den kommenden globalen Pandemievertrag
fordert in einem Interview mit Health Policy Watch die Aufnahme weitreichender Kontroll- und Zensurbefugnisse in das Abkommen. Die WHO arbeitet derzeit an der Fertigstellung des Abkommens, das der nicht gewählten Gesundheitsorganisation der Vereinten Nationen, also es gibt ja keine Wahlen wie Parlamentswahlen zum Beispiel oder Präsidentschaftswahlen und so weiter, beunruhigende Befugnisse auf globaler Ebene einzuräumen. Die UN-Mitgliedstaaten, darunter vor allem die EU und unser Nachbarland Deutschland, haben bestätigt, dass sie beabsichtigen, den globalen Pandemievertrag sowie die Erweiterung der internationalen Gesundheitsvorschriften, International Health Regulations, IHR, im Jahre 2024, nächstes Jahr, zu unterzeichnen. Nach der Unterzeichnung werden Länder ihre Befugnisse im Fall einer Pandemie oder eines anderen internationalen Notfalls, wie zum Beispiel einer globalen Überhitzung, an die WHO mehr oder weniger abtreten. Nach dem Vertrag wird der Generaldirektor der WHO, zurzeit Tedros Adhanom Ghebreyesus, befugt sein, einen globalen Notfall auszurufen, also nicht nur im pandemischen Bereich, und Maßnahmen zur Reaktion darauf durchzusetzen. Wenn die WHO beispielsweise einen Klimanotstand ausrufen würde, hätte die nicht durch diese Wahlen, die ich beschrieben habe, Organisation, WHO, die Befugnis, auch beispielsweise Lockdowns durchzusetzen und die Menschen auf der ganzen Welt dazu zu bringen, in ihren Häusern zu verbleiben, um eben dann diesen Erwärmungsnotstand zu bekämpfen. Ebenso hätte die WHO dann die Befugnis, eine Impfpflicht zu verordnen oder die Einnahme bestimmter Medikamente mit entsprechender vielleicht Blut- oder Urinkontrollen vorzuschreiben, natürlich nach Stichproben. Als Teil des Vertrags würde die WHO auch globale Zensurbefugnisse erhalten, eben weil Falschinformationen medizinische Gesundheitsgefährden sein können, die die bisherigen freien Meinungsrechte zumindest vorübergehend außer Kraft setzen könnten. Larry Gustin, so heißt der Verhandler, der das WHO-Kollaborationszentrum in Georgetown, United States of America, leitet, verriet kürzlich in dem Interview, wie die Organisation abweichende Meinungen und falsches Gedankengut im Internet kontrollieren wird. Gustin spielt eine Schlüsselrolle hinter den Kulissen bei den Verhandlungen über den Pandemievertrag. Laut Gustin besteht die WHO darauf, dass, Zitat, online Fehlinformationen eine ernsthafte Gesundheitsbedrohung, Zitat Ende, darstellen. Medizinische Fachgesellschaften, Technologieunternehmen, Organisationen, die Fakten überprüfen, und Medienunternehmen müssen laut Larry Gustin an einem Strang ziehen. Gustin und seine Mitstreiter machen keinen Hehl aus ihrem Ziel, da so etwas wie in solchen Fällen eine Global Governance einzuführen. Gustin besteht darauf, dass die WHO auf einer Mission ist, das Leben und die Zukunft der menschlichen Spezies zu organisieren, um natürlich nur im Guten den Planeten zu retten. In dem besagten Interview mit Health Policy Watch signalisierte Gustin, dass die WHO Informationen nicht publik machen will oder entfernen will, die zum Beispiel Impfstoffe in Frage stellen. Zitat: Fehlinformationen, er scheint da wirklich voll überzeugt zu sein, stellen eine ernsthafte Gesundheitsbedrohung dar, insbesondere bei der Verteilung von Impfstoffen, Zitat Ende, erklärt Gustin. Ein Gleichgewicht zwischen freier Meinungsäußerung, das ist wieder ein Zitat, und der Bekämpfung von Fehlinformationen ist eine Herausforderung, Zitat Ende. Gleich kommt nochmal eines. Es ist ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz erforderlich, der medizinische Fachgesellschaften, Tech-Unternehmen und Organisationen zur Überprüfung von Fakten einbezieht. Er sagt aber nicht, was für Organisationen. Außer die WHO kann Partnerschaften zwischen wissenschaftlichen Experten und Informationsverbreitern anführen, um sicherzustellen, dass glaubwürdige Informationen die Öffentlichkeit erreichen. Zitat Ende.
Gastin bestätigt auch, dass die UN-Agentur die Verhandlungen abschließen und den Vertrag bis Mai nächsten Jahres von allen Staats- und Regierungschefs der Welt unterzeichnen möchte. Dieses Ziel würde gerade noch rechtzeitig vor der nächsten Versammlung der Weltgesundheitsorganisation WHO, die ja bekanntlich immer im Mai in Genf stattfindet, erreicht werden. Ja, vielleicht unter dem Eindruck von diesen für uns Menschen natürlich äußerst wohlwollenden Zeilen wäre es keine schlechte Idee, wenn ihr denn am 7. Oktober nach Winterthur pilgern würdet. Das soll es gewesen sein. Guckt noch bei Rumble ein. Morgen ist Mittwoch. Morgen gibt es den Mittwochskommentar. Mittwoch, klein Saturday, ein kleiner Samstag mitten in der Woche. Und der wird auch auf unserem Partnerkanal sein. So, jetzt lasse ich euch in Ruhe. Ich muss noch etwas arbeiten und abends mit meiner Frau unseren Hochzeitstag feiern. Sie lässt euch auch ganz herzlich grüßen. Amandla Avetu, mein Name Marco Kaimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Saludos a todos, sali zame, man sieht sich.